Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. An der Costa Blanca ist Auswanderer Ralf Waldburger nach 9 Monaten nicht mehr gewohnt, früh aufzustehen. Ja, das ist jetzt erst wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich verschlafen bin. Definitiv. Und heute ist eigentlich relativ noch für mich ein wichtiger Tag. Ja. In der letzten Folge kamen Ralf und Corinne mit ihrer Hundepension nicht voran. Die Baubewilligung fehlte und die Nachbarn wehrten sich gegen das Vorhaben. Wenn du jetzt schon Probleme hast, dann sind Probleme eigentlich für die Zukunft vorprogrammiert. Nach dem Lockdown in Ruanda gingen die Bauarbeiten im Fitnessclub von Diane Schommer weiter. Es kommt besser, als was ich gedacht habe. Ihr Mann Marco ließ Zitronengras anpflanzen, als zweites Standbein. Aufs Jahr raus kommt dann schon mal etwas rein. Wir sind ja völlig hinten drin. Das Projekt mit dem Wasserturm in Cuxhaven verzögerte sich weiter. Anstatt im eigenen Café hoch über der Stadt verkauften die Gabussas ihre Getränke auf dem Wochenmarkt. Im Fitnessstudio von Diane Schommer ist immerhin der Geräteraum schon fast fertig. 18 gebrauchte Fitnessmaschinen haben die Auswanderer im Hochseecontainer nach Ruanda verschifft. Da mit Cardio, das ist meins, aber da ist für Bodybuilder, ich weiß nicht, Beine, ich weiß nicht was, alles. Es wird jemand, wo das zuständig ist. Das ist mein Bereich. Cross. Und das ist auch wie Velo. Einfach, das hebe die Rucke. Die Geräte stammen aus einem Fitnessclub im Kanton Solothurn. Dort war Diane viele Jahre als Zumba-Trainerin angestellt. In Ruanda ist die 50-Jährige jetzt Chefin ihres eigenen kleinen Sportstudios. In 10 Tagen soll auch der Kursraum fertig sein. Nächste Freitag sollte gut sein. Also Raum sollte gut sein. Mit Putz, mit Boden machen. Ja, Licht ist noch ein bisschen mehr Licht reintun. Aber sonst, ja, ich hoffe Freitag, wir sind dann parat. Also, der Raum ist parat. Eröffnen kann Diane trotzdem noch nicht. Der Betrieb von Fitnessclubs ist wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres verboten. Ein wenig außerhalb von Kigali hat Ehemann Marco einen weiteren Termin in Sachen Zitronengras. Here we have our land for lemongrass. Nicolas Hitimana ist Chef eines Unternehmens, das Duftöl herstellt. Er überlegt, die erste Ernte von Marco zu kaufen. Jetzt zeigt sich dann, ob sich das gelohnt hat, überhaupt das anzupflanzen oder nicht. Also ein bisschen unter Druck bin ich schon, ja. Mhm. Für den Verkauf muss die Qualität des Grases stimmen. Je höher der Zitrusanteil ist, desto mehr Geld bekommt Marco. It's very strong, ne? It's very strong. Mm. This, do you know why the plants are becoming purple? These ones? No. It's an indicator of phosphorus deficiency in the soil. Okay, and that means, but that's not good. It's not good in terms of productivity of a plant. So it means the yield is decreasing because we don't have enough phosphorus. Mm-hmm. You can plant some green manure plants, so it has a very deep root system which just pumps up the phosphorus and make it available for the plant.
Yeah, that's what I have to learn. What is a more or less the price which is paid for a kilo? We're paying around 40 francs a kilo. If it is really a good growth, you can easily get up to 30 tons of biomass per hectare. Yeah, now, now. Yeah. Here you can probably around 10 tons. Okay. So. Bei guter Qualität könnte Marco rund 1000 Dollar für die erste Ernte erzielen. Ich habe ein bisschen mit mehr gerechnet, aber das Gute an dieser Pflanze ist, sie kommt wieder, nachdem sie mal geschnitten ist. Kann man die alle drei, vier Monate kann man da, ernten. Es wächst eigentlich fast von allein. So, what else do we need to know for the moment? Nicolas ist noch unschlüssig. Vor dem Kauf möchte er eine Probe des Grases im Labor analysieren. Endlich Hundegebell auf dem Grundstück von Corinne und Ralf Waldburger an der Costa Blanca. Hund Benji erobert sein neues Reich. Ralfs Sohn Mischa hat den Spitz in die Obhut seines Vaters gegeben. In der Schweiz hatte Mischa zu wenig Zeit für das Tier. Ich lasse da offen, Schatz. Ginge es nach den beiden Auswanderern, würden sie jetzt bereits die Vierbeiner ihrer Kunden betreuen. Doch die Hundepension unter spanischer Sonne ist noch immer ein weit entfernter Traum. So wie die Touristen fehlt auch die Baubewilligung, schon seit Monaten. Boah, schon Riesenteil. Ja, das ist grande. Bis die Bewilligung da ist, holen sie Offerten für den Bau ihrer Hundepension ein. Muss ich ihm zeigen, dass er mit dir reden soll? Ja. Hablo muy bien español. Y mi marido no habla español. Por eso. ¿Estás Ana, que habla inglés? No, es mejor español de inglés. Sí, sí. Hemos estudiado la estructura. Sí. Anstatt eine Mauer zum Nachbarn zu bauen, wollen sie das Gebäude mit Lärmschutzplatten verkleiden. Ah, sabes, fuera tenemos también puertas y este. Este puertas aquí son solo para das un metro. Ahí pueden usar solamente los perros. Sie machen es so. Oder un paso. Müssen das Türen sein oder nicht? Nein, sie können so, so Schieber machen. Was ist die Guillotine? Sie. Und es mit einem Seil. Aha. So kannst du auf und zu machen. Ah, so. Ah, ei. Es ein Puerta. Esta puerta es abatible. Sí. Posible fabricarlo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Vale. El precio total 74.094,35 €. Muy bien. Ist es eigentlich genau so, wie ich es mir jetzt auch vorgestellt habe. Auch von der Konstruktion her, wie es bauen wird. Und zum Teil auch noch, muss ich sagen, besser, wenn ich es gedacht habe. Mhm, habe ich auch jetzt gefunden, ja. Also das ist sicher eine ganz sichere Sache. Muchas gracias. Gut 200 Kilometer von Cuxhaven entfernt, liegt der Ort, wo neue Pläne von Alain und Mirabel Gabusa Gestalt annehmen. Hier in einer Werkstatt lassen sie ihren Citroën HY zum Kaffeemobil umbauen. Hallo. Hallo, Kim. Hallo, Alain. Okay. Siehst du, wir sind fast glücklich. Das hat aber knapp. Nein, ja, aber es geht schon. Den neuen Kühlschrank soll Mechaniker Krim in den Oldtimer der Emmentaler einbauen. Nicht so schwer. Damit wir. Eigentlich war es ein alter Wasserturm, der Alain und seine Frau Mirabel dazu bewegte, nach Norddeutschland auszuwandern.
Doch weil sich der Umbau des Turmes immer mehr verzögert, suchen sie nun eine neue Einnahmequelle. Sehr gut. So, da ist das gute Stück. Wunderbar. So, Mirabel, bitteschön. Den Wagen hatten die Gabusas bei ihrem Umzug an die Nordsee mitgebracht. Auf Flohmärkten wollte Alain daraus sein Lego verkaufen. Ja, ich würde sagen, die haben geschafft. Es ist die Elektrik gemacht worden. Wie gefällt dir der Boden so? Das ist gut. Ja, das ist, ja, gut. Das ist das Vorderversion. Ja, das ist tiptop. Und ich kann sogar stehen. Ja, du kannst noch stehen. Ja, du wärst etwa hier. Nein, etwa hier. Ja, noch ein bisschen näher zu so. Mir. Ich bin hier. Kaffeemühle hast du hier. Ja, hier. Da hier ist die Zitrig. Genau. Wenn ich da weiss, mich rausbücke, das ist jetzt wirklich nicht hier. Ja, gut. Das sind 40 cm. Und das ja. Ist so. Ja, doch, ein bisschen näher. Jetzt wollte ich ein bisschen vorziehen. Gut. Als nächstes verkleidet Mechaniker Krim die Innenwände. Wie genau, darüber sind sich die Gabusas aber noch nicht einig. Du Schatz, wenn wir jetzt das würden so herentun, dann könnte das die Wand und dann würde es bis dahin kommen, dann würde es abdichten. Mir gefällt es nicht. Sagen Sie jetzt mal ganz klar. Erstens, das ist ein Holz, eine Holzimitation. Das andere ist auch Holz. Und das beißt dann an. Das soll ein Nussbaum sein, das andere ist ein Nussbaum. Und das andere ist eine Platte, die man muss berechnen, ausschneiden und dann haben wir eine einzige Fläche. Und dann mit einer Fuge abdichten. Ein Cappuccino, bitte. Ich sehe schon. Wir kommen nicht zum positiven Ergebnis. Ihr wollt mich unbedingt überzeugen. Nein, ich sehe einfach diese Struktur und dann der Tresen ist ja eigentlich wie das Gleiche, soll das gleiche Material sein. Es braucht noch etwas Zeit, aber schlussendlich wird sich Mirabel durchsetzen. I think a normal training. Yeah, we are working out today with the trampoline. 30 minutes, Zumba 30 minutes and then cool down, stretching. That's what we are doing today. Give all what you got. Yeah! Yeah! In Kigali bereitet Dian die zukünftigen Coaches auf die Arbeit im Fitnessclub vor. Es ist ein bisschen schwierig. Ich bin noch nicht bereit, aber das kommt. Ja, ich muss ein paar Sachen noch lernen. Ich war Mitarbeiter und jetzt eben, wie man sagt, Chef. So. Aber mit Sport ist alles okay. Wir sind locker. Schnuggli, ich mach denen und tu mich ausklinken, weil ich brauche noch die Zeit. Dian träumte schon seit Jahren von einem eigenen Fitnessstudio. In Ruanda kann sie diesen Wunsch verwirklichen. Marco unterstützt sie dabei, so gut er kann. Da wären wir wieder. Außerdem versucht er, weitere Einnahmequellen zu erschließen. Mittlerweile hat der Maschinenbauingenieur sein erstes Mandat abgeschlossen. Im Auftrag einer Stiftung erstellte der 52-Jährige ein Ausbildungskonzept für die ruandische Regierung. Und ein Folgeauftrag ist auch schon da. Ich habe das Gefühl, auf dem Beratungsbereich und vor allem, wenn es um Berufsschule, Berufsausbildung geht, um die Sachen vorzubereiten, ist jetzt Corona nicht unbedingt negativ. Also das ist jetzt wirklich ganz etwas anderes als das Lemongrass, wo Preise zusammengekracht sind, oder das Lifestyle-Fitnesscenter, wo man nicht könnt, wo man jetzt immer noch nicht könnt aufmachen. Beruflich fasst Marco in Ruanda langsam Fuß. Doch mit seinem Herzen ist er noch nicht ganz angekommen in der neuen Heimat. Tschüssli. Ja. Gehen wir zu den Jas-Kollegen. Ja, schon gut. Mm-hmm. Viel Spaß. Merci vielmals. Jetzt ist Mandela, ich hab vergessen. Mandela, ja. Free Nelson Mandela. Alle paar Wochen trifft Marco ein paar andere Schweizer zum Jassen.
See you. Einen Schieber zu jassen ist für Marco mehr als ein Spiel. Es hilft ihm auch ein wenig, sein Heimweh zu lindern. Ich vermisse die Schweiz. Nach 6 Monaten. Ja, der Sohn vor allem. Sohn, Freund und der Brüder. Ich würde manchmal gerne einen Flug nehmen und einfach einmal für 3 Wochen weg. Nachher geht es wieder, aber es ist auch die längste Zeit, in der ich je von daheim weg bin. Und das macht mir mehr aus, als was ich, gedacht habe. Grüezi wohl miteinander. Oh, wow. Ça va et toi? Saoul. Heute treffen sie sich bei André. Er besaß eine Baufirma und lebt schon seit 40 Jahren in Ruanda. Das ist ein modernes Haus. Alles kommt. Ah, da kannst du nicht. Ich wollte sagen, das ist ja ein Haus wie bei uns, oder? Also in der Schweiz. Das ist gut hier. Danke schön. Schön hättest du da. Schön, schön. Ja. Ah, oui, désolé. Non, non. Dans le. Was sagt das? Schuffle. Schuffle? Schuffle, ja. Also, Schuffle, dann machen wir Schuffle. Regelmäßig Karten spielte Marco letztmals in der Kantonsschule. Ja, Jasse ist doch ein kleines Stück Heimat, muss man sagen. Und vor allem auch Schweizerdeutsch wieder mal zwischen dir hören. Oder auch Welsch, das ist auch okay. Ich muss spielen. He? Ja, ich komme. Dann spielen wir doch jetzt gerade mal das da raus. An der Costa Blanca ist der Sommer eingekehrt. Der strenge Lockdown ist vorbei. Die heißen Temperaturen lassen das Coronavirus fast vergessen. Für die Auswanderer in Benissa ist die Zeit gekommen, eine neue Idee umzusetzen. Sie wollen ihr Poolhaus vermieten an Feriengäste mit Hund. Denn seit Corin und Ralf in Spanien sind, verdienen sie kein Geld. Damit sich die Kunden wohlfühlen, haben sie die Zwei-Zimmer-Wohnung renoviert, eine Klimaanlage installiert und die Küchenzeile mit neuen Geräten ausgestattet. Wir haben hier ein kleines Problem. Jetzt hier noch. Nur hast du den Kühlschrank zu weit hineingehängt. Und jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Zwischen 350 und 950 Euro pro Woche wollen sie verlangen, je nach Saison. Ja, das sieht doch toll aus. Kein Problem mehr. Auch mit dem Baugesuch für das Hundehotel sind sie ein kleines Stück weiter. Der Antrag hat eine Hürde in der spanischen Bürokratie genommen. Als nächstes muss der Veterinär der Provinz sein Okay geben. Weniger gut läuft es mit den Nachbarn der Waldburgers. Nicht so. Unsere lieben Nachbarn haben einer Zeitung mitteilt, dass hier ein Hundehotel bauen wird, dass die Nachbarschaft hier beeinträchtigt werde durch das. Sie schreiben hier auch, es wäre ein Zwinger erbaut, wo sie ihren Hund nicht hinbringen würden. Das stimmt nicht. Das stimmt eigentlich ja gar nicht, weil wir bauen hier nichts mit Zwinger. Man schiesst über die Medien hier gegen uns, anstatt mit uns mal an den Tisch sitzen und mit uns mal sprechen. Machst du natürlich auch schon Gedanken, wollen wir überhaupt ja, noch so viel Geld investieren für etwas, wo wir nachher am Schluss nicht wissen,
können wir alles genau so machen, wie wir es uns erträumt haben? Oder haben wir die ganze Zeit immer einen Kampf, oder? Hey! Kommst du auch? Hm, was hast du zu bellen? Den Nachbarn abbellen? Ja, ja. Ja, ja. Als Zugezogene ohne Netzwerk ist es schwierig, sich gegen alteingesessene Nachbarn zu wehren. In Cuxhaven haben die Gabusas einmal mehr Schwierigkeiten mit ihrem Wasserturm. Das Projekt mit dem Gästebetrieb im Turm wird immer komplizierter. Ja, jetzt haben wir hier noch unser Parkplatzproblem. Und zwar haben wir angefragt bei der Stadt, ob wir da das Land hier könnten abkaufen könnten. Und ich gesagt, das wäre gäbig für die Stellplätze herzutun, weil die müssen wir nachweisen. Jetzt ist aber die Problematik, dass die Parkplätze kommen sozusagen in Wurzelbereich von zwei Buchen. Und die muss man schützen. Also, man muss so weit gehen, wie da die Äste sind, von hier an. Obschon denke ich, die Würze natürlich symbolisch. Aber man muss bis hier Wurzelbrücke machen und dann nicht irgendwie einen Meter weiter, sondern lieber ein bisschen vorne. Und dann braucht es einen ganzen Teil da aus Wurzelbrücke. Es sind etwa, ja, vielleicht 127, glaube ich, so, 130 Quadratmeter. Da muss man sich dann überlegen, für 6 Parkplätze einen sättigen Platz zu kaufen, Unterhalt machen und alles, was weit über 100'000 kostet, ob das noch überhaupt Sinn macht. Da haben wir eine rechte Brombeere. Das gibt den Gonfi. Ja, hallo. Anstatt eigene Parkplätze zu bauen, könnten Alain und Mirabelle der Stadt eine Ablösegebühr bezahlen. Dann hätten sie aber keine Abstellplätze für ihre Kunden. Und diese bräuchten sie eigentlich. Denn oben im Wassertank wollen die Gabusas ein Café eröffnen, dazu ein Bed and Breakfast betreiben. Die Idee, im Turm zu wohnen, haben sie unterdessen aufgegeben. Denn das Vorhaben wird immer teurer und die Planung stockt. Seit bald 2 Jahren. Das, was da so demoliert ist zum Teil, oder was immer so aussieht, ist ein Gutachten, das wir machen müssen, von der Materialprobe. Es gibt Analysen, das kostet Tausende von Euros. Wir mussten abklären, ob Bomben im Zweiten Weltkrieg, ob die in der Nähe sind und solche Sachen. Und das ist jetzt nicht der Fall, aber eben, das kostet natürlich alles. Selbst das Treppenhaus des 120 Jahre alten Gebäudes wird zum Problem. Es ist etwas zu wenig breit, um 4 cm für einen Fluchtweg. Und das Geländer ist auch zu wenig hoch, nach den neuesten Normen. Und wenn man das Geländer anschaut, hat es zu grosse Löcher, was ein Kind, könnte, wenn es dort ist, da durch fallen. Das sind natürlich auch so Sachen, die natürlich für uns schon ein bisschen Sachen kompliziert, also für uns, das ganze Projekt. Ja, möglich ist alles. Es ist einfach nachher, kommt darauf an, was die Kosten daraus sind. Gründe für die Verzögerung gibt es mittlerweile viele. Die Emmentaler mussten Monate auf Termine mit Gutachtern warten. Sie erhielten zusätzliche Auflagen der Behörden und unterschiedliche Vorstellungen zwischen Gabusas und ihren Architekten machten die Sache auch nicht einfacher. Es ist natürlich einfach wirklich mühsam. Aus diesem Grund haben wir auch jetzt die Kaffeebaren, wo wir einfach etwas machen wollen. Und sonst steigst du durch das Zeug, oder das geht nicht. Darum, wir haben genug andere Sachen jetzt nebenan aufgebaut wieder. Und das ist einfach jetzt einfach das Haupt, aber das geht ja nicht voran. Und das ist scheiße. Mirabelle und Alain haben eigentlich alles richtig gemacht. Vor dem Kauf des Turms im Jahr 2017 hatten sie sich von Experten beraten lassen, die Pläne auf Machbarkeit überprüften. Man kann gar nicht alles wissen. Du kannst viel machen, was wir möglich wirklich gemacht haben mit diesen Vorabklärungen. Aber alles kannst du nicht. Das ist nicht möglich. Ja, vielleicht waren wir zu euphorisch. Wir haben eigentlich 2 Jahre Planung gelenkt. Jetzt sind wir im 4. Jahr. Ja. So ist es halt.
Es zeichnet die Gabusas aus, dass sie nicht einfach aufgeben. Gemeinsam halten sie weiter an ihren großen Plänen fest. Ohne das Hundehotel fehlt den Auswanderern an der Costa Blanca nicht nur das Einkommen, sondern auch eine Aufgabe. Tag für Tag müssen sie sich aufs Neue selber beschäftigen. Bald ein Jahr ist es her, dass Ralf seinen letzten Arbeitstag hatte. In einem Autohaus im Thurgau war der 50-jährige Chef über das Ersatzteillager. In Spanien erhoffte er sich mehr Zeit im Alltag. Jetzt hat er zu viel davon. Ehefrau Corinne war Sachbearbeiterin in einem Industriebetrieb. Der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten und die Sehnsucht nach schönem Wetter motivierten die 48-Jährige, in den Süden auszuwandern. Ja, es ist keine einfache Zeit. Wir sitzen jetzt 24 Stunden, sind wir beieinander. Früher hat jeder seinen Job gemacht und jeder war den Tag durch beschäftigt gewesen. Und jetzt sitzen wir halt da und schauen, was wir machen können. Und das ist auch nicht so einfach, wenn man halt in dem Sinne keine Beschäftigung hat oder nicht etwas machen kann. Und dann nimmt der jetzt im Moment schon sehr schwer. So lange nicht vorwärts machen zu können, ist für Ralf, den Macher, besonders bitter. Huhu. Kann ich dich irgendwie unterstützen bei dem? Nein, aber ich muss nicht raus, irgendwie. Und wie würdest du das machen? Hacken, hacken, hacken. So. Yeah, super. Das hast du super gemacht. Wenn Herausforderungen zu groß werden, hilft häufig ein wenig Abstand, um die Dinge aus der Ferne neu zu betrachten. Mirabel und Alain sind nach Lüneburg gereist. Sie wollen sich beraten lassen, denn hier steht ein denkmalgeschützter Wasserturm, ähnlich alt wie der Turm der Gabusas. Vor gut 20 Jahren wurde er komplett umgebaut. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie geht es weiter. Und da erhoffen wir uns, einen Impuls zu holen. Weil sie das so eine riesige Sache mit den Brandschutzbehörden, Denkmalpflege. Und von dem her haben wir das Gefühl, ist es doch gut, dass wir das mal noch von einem anderen Gesichtspunkt anschauen, die ganze Sache. Ja, gross. Wie ein Schlösschen. Das 56 Meter hohe Gebäude ist Aussichtsturm, Museum und Veranstaltungsort in einem. Ah, ist das schön. Das ist etwas. Also, das ist wirklich. Wir haben eine tolle Aussicht, aber nicht, natürlich nicht draußen. Manfred Koplin vom Trägerverein zeigt den Schweizern den Turm. Also wenn Sie sich jetzt umsehen, Sie sehen die drei Stadtkirchen, die zu den Symbolen der Stadt, zu den Wahrzeichen gehören und eben den Wasserturm. Und deswegen sind wir heute sehr froh, dass wir den Wasserturm haben umbauen dürfen und können ihn erhalten. Ah ja, genau. Ja, das muss ich schnell fotografieren, das muss ich schnell zeigen, wie das. Es geht nicht um den Namen, es geht um die Idee. Wie im Turm der Gabusas ist der ehemalige Wassertank das Herzstück. Es ist natürlich genial, mal im Tank hineinzustehen und das Gefühl zu erleben. Es ist faszinierend.
Aber siehst du jetzt brandschutztechnisch, wenn hier ein Feuer ausbrechen würde, dann geht der Rauch auch da hinauf. Das ja, ist natürlich. Also keine das sieht nach oben, oder? Und bei uns macht es einen riesen Gscheiß. Also wenn man nur das Baurecht akzeptieren würde, dürften Sie nicht auf den Eiffelturm, Sie dürften nicht auf den Fernsehturm in Berlin. Nirgends. Sie dürften keinen Turm begehen. Ne? Ja. Das weiß aber auch eigentlich jede Bauaufsicht. Muss man eine Abwägung vornehmen. Ne? Es gibt Risiken, die man abzuwägen hat, und da muss man eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann kann man so einen Turm eben nicht betreiben. Ja, die Tendenz ist einfach, man will sich komplett aus der Verantwortung ziehen und möglichst auf alle Eventualitäten sich absichern, ja, damit ja niemand mal belangt werden könnte. Das ist 2-3 Jahre lang hier auch so gewesen, dass man also, dass sich die Verantwortlichen nur an Recht und Gesetz gehalten haben. Das hat sich dann Gott sei Dank geändert. Ja, das hoffe ich auch, dass da noch ein Umdenken stattfinden wird, damit man erkennt, man muss endlich was tun. Also längerfristig verkommt er. Der Umbau in Lüneburg dauerte 3 Jahre und kostete 6 Millionen €. Weit mehr, als die Gabusas für ihren Wasserturm kalkuliert haben. Das Einzige, was wir eigentlich zuerst gedacht haben, dass wir hier unsere Wohnung haben, wurde jetzt umgeändert in eine Hochzeitssuite. Da wird das Café sein auf 2 Ebenen, der Personalraum und dann eben diese Hotelzimmer, die da bis hierher gehen. Und im Erdgeschoss ist dann Gewerbe. Also das Konzept ist ja sehr ähnlich, wenn man es mit diesem Turm vergleicht. Ne? Haben Sie schon Mittel eingeworben oder sind Sie am Anfang noch? Das ist jetzt eben die Frage, wie wir da weitergehen können. Also ans Herz legen wollte ich Ihnen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ja. Haben Sie? Da sind wir dabei. Da sind Sie dran. Und dann gibt es beim Amt für regionale Landesförderung. Die sitzen hier in Lüneburg, sind aber auch für Cuxhaven zuständig. Und mit dem mal darüber reden, welche Förderungen es gibt. Das Projekt steht und fällt eigentlich mit solchen Sachen. Mit Netzwerk und Fördergeldern werden Gabusas ihr Projekt eher stemmen können. Im Fitnessstudio der Schommers in Kigali verlegen die Arbeiter endlich den Fußboden. Sechshundert Kunststofffliesen haben Dian und Marco aufgetrieben, nach langer Suche. Didi, der zukünftige Chefinstruktor des Sportstudios, behält die Arbeiten für die Schommers im Auge. How is it working? Are you happy? Yeah, but because of this floor, this is the problem you have. It's because of this floor. It's not straight. Ah, I told you it's not straight. Yeah, it's not straight. Yeah. Room, we have 2 different types of room. Mm-hmm. So now we are changing to see if how we can get the better one. Okay. Der chinesische Klebstoff, den Sie zusammen mit den Fliesen gekauft haben, hält nicht wie erhofft. Jetzt haben die Arbeiter einen neuen Kleber organisiert. Okay, but you think that this will hold? You know, they will be used, huh, the floor. Für mich ist gut, endlich einmal der Boden. Ob es denn hebt, sehen wir dann. In seinem neuen Leben muss sich Marco von der gewohnten Schweizer Präzision verabschieden und sich mit dem Machbaren zufrieden geben. Ein bisschen bin ich mir langsam gewöhnt, dass es nicht immer so läuft, wie man es hätte wollen. Von dem her, vielleicht bin ich im Moment noch ein bisschen zu soft und akzeptiere zu viel. Aber es wird langsam ein Fitnesszentrum und nicht mehr einfach ein Saal, wo man Parteisitzungen oder Hochzeiten abhalten. Gut 5 Monate dauert der Umbau bereits. Viel länger, als die Schommers ursprünglich dachten. Aha, so geht das. Scheiße. Wenn es die Corona-Situation erlaubt, können Sie Ihr Fitnessstudio bald eröffnen.
An der Costa Blanca muss Auswanderer Ralf für einmal früh raus. Ja, da ist man, also das ist jetzt erst wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich verschlafen bin. Definitiv. Und heute ist eigentlich relativ noch für mich ein wichtiger Tag. Ja. Ralf hat eine neue Geschäftsidee. Heute ist dafür das erste Treffen. Also Schätzchen, mal gucken. Mach's gut. Also, tschüss, bis später. Tschüss, ciao, ciao. Ich habe einfach mal mit meinem Kollegen am Abend haben wir mal so ein bisschen diskutiert und geredet und so. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich muss irgendetwas tun, weil ich kann nicht mehr länger rumsitzen und einfach nur warten, bis das mit dem Hundehotel da die Bewilligung kommt. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du denn noch gern? Und dann habe ich gesagt, ja, ich tue eigentlich gerne so ein bisschen Garten pflegen, ein bisschen Gebäude unterhalten. Dann hat er gesagt, ja, aber du, da unten hat es ja so viele Ferienhäuser, die leer stehen. Und die Leute, die brauchen ja auch jemanden, der das Haus betreut. Ralf möchte sich als Hauswart selbstständig machen. Dafür hat er sich mit einer Immobilienbewirtschafterin verabredet. Sie hat sich bereit erklärt, ihm einen Tag lang Einblick ins Geschäft zu gewähren. Da, Ralf ist am Treffpunkt. Knapp 5 Minuten zu spät. Also Kundschaft schätzt Pünktlichkeit. Ich weiß es, aber genau heute. Tut man anrufen. Ja, genau heute. Ja, ja. Ein bisschen früher noch gehen. Legen wir los. Immobilienbewirtschafterin Dora ist ebenfalls ausgewandert und betreut mit ihrem Mann mehrere Ferienhäuser. Oh, der Pool, die hat aber echt grün, hä? Sie waren jetzt aber 2 Jahre auch nicht da. Okay. Gut. Einmal habe ich hier einen vergessen zu machen und prompt war er ab da drinnen. Aber jetzt müssen wir mal aufpassen wegen der Fieber. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Schon zweimal vielleicht denn da. Mache ich das? Ja. Einfach da rundum. Ja, ja. Noch Wasser laufen lassen, tue ich so schon mal. Aber es hat genug. Immer der oberste Tritt muss gedeckt sein mit Wasser. Ja. Der oberste Tritt. Das mache ich ja zuhause mit meinem Pool auch. Also kann ich auch gut bei anderen Pools auch machen. Aber der ist jetzt schon ein bisschen gern grün da. Also mein wäre nie so grün zuhause. Ob Poolpflege, Gartenarbeit oder Hausbetreuung, Ralf setzt darauf, dass er mit seiner Idee einer Rundumbetreuung zahlungskräftige Kunden findet. Wir hoffen ja immer noch, dass das Hundehotel auch irgendwann dann mal anläuft oder wir die Bewilligung bekommen. Ja, dann ist das eigentlich eine Ergänzung dazu. Aber bei mir geht es hauptsächlich auch noch darum, dass ich etwas zu tun habe und ich Spass daran habe. Das ist auch noch wichtig. Die neue Aufgabe scheint Ralf gut zu tun. Als nächstes möchte er eine Webseite aufsetzen. 1800 Kilometer nördlich bereiten sich die Gabusas auf ein wichtiges Gespräch vor. Natürlich geht es um ihren Wasserturm. Jetzt kommen wir zum Oberbürgermeister. Er ist jetzt neu gewählt worden, seit letzten November. Und jetzt gehen wir mal schauen, mal unser Anliegen ein bisschen bringen, was eigentlich die Schwierigkeit ist, warum wir nicht vorwärts kommen mit dem Turm. Oder? Und einfach, das ist ein die Themen auf, ansprechen. Einerseits sind es Fördergelder, die wir mal ansprechen wollen, weil dass da die Politik damit hilft. Weil wir können nicht zum Eurorat gehen und dann einfach sagen, ja, hallo, wir brauchen ein bisschen Geld. Das braucht Unterstützung von der Stadt. Das ist schon fast mein letzter Versuch in dem Sinn, dass wir natürlich jetzt schauen wollen, dass wir eine Zusammenarbeit mal wieder vorwärts machen können. Mal schauen, wie viel das er uns Plattform gibt. Das war. Wochenlang haben sie auf den Termin gewartet.
Jetzt hoffen Alain und Mirabelle, dass sie den neuen Oberbürgermeister von ihrem Projekt überzeugen können. Hallo, hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ja. Ich gebe noch etwas Kleines, was ich für die Kaffeepause, damit Sie etwas noch von der Schweiz haben, etwas Kleines. Oberbürgermeister Uwe Santier und Baudezernent Martin Adamski haben eine knappe Stunde Zeit für die Gabusas und ihr Projekt. Gerne. Erstmal finde ich das gut, dass wir uns heute treffen. Wir sind ganz froh, dass Sie da sind und dass Sie sozusagen mit Ihrer Initiative diesen Wasserturm noch mal zum Leben erwecken. Also es ist ja tatsächlich für uns ein historisches Gebäude. Ich habe das mal erzählt, dass meine Mutter da den Krieg überlebt hat. Ne? Yeah. Und von daher haben wir viele Emotionen mit diesem Turm. Und das ist wirklich schön, dass Sie den Mut haben, da was anzufassen und dass Sie mit Ihrer Art sozusagen noch mal einen anderen positiven Blick auch in Cuxhaven noch mal bringen. Ja, vielen Dank. Das bestimmt schon größtenteils unser Leben. Und ja, wir brauchen einfach auch die Unterstützung. Ja. Ohne geht das einfach nicht. Das ist so. Die Fassade wären wir natürlich wahnsinnig interessiert, was man irgendwie mit der Stadt oder respektiv irgendetwas machen könnte, damit wir diese Fassade, auch die Fenster, es hat über 100 Fenster. Und Herr Tietz möchte gerne, dass das ja Holzfenster werden sollten. Die Holzfenster kosten über 65.000 Euro mehr als die Kunststofffenster. Das Dach muss man schauen, das Geländer innen, man muss ja viel auch viele Sachen machen, aber wir können uns das einfach nicht alles leisten. Das, was Sie gerade gesagt haben, das können wir nachvollziehen. Da gab es ja einen ersten Impuls auch von der Wirtschaftsförderung, das werden wir noch mal angehen. Dann werden wir noch mal mit Brandschutz noch mal gucken. Da gibt es nicht viel Spielraum, aber dass wir das sozusagen einmal alles abklopfen. Bei den Fenstern wird es bleiben, aber wir können gucken, ob wir mit dem einen oder anderen Fördertopf es hinkriegen, dass ihre Belastung irgendwie zumutbar auch ist. Ne? Das Gespräch verläuft vielversprechend. Aber gelingt es den Gabusas tatsächlich, die Stadt mit ins Boot zu holen? In Ruanda sind weitere 6 Wochen ins Land gezogen. 6 Wochen, in denen sich viel verändert hat. Die Schommers haben beim Fitnessclub neue Nachbarn. Eine Autotuning-Werkstatt. Es gibt ein bisschen mehr Klasse am ganzen Ort, das muss man sagen. Also von dem her, da sind wir nicht dagegen, dass etwas anderes gekommen ist. Aber die Art und Weise, wie wir uns, hat man einfach das Schild ein bisschen auf die Seite, sogar oben runtergenommen. Und jetzt haben wir aber zurückgeschlagen und haben gesagt, jetzt machen wir auch ein grosses Schild an unsere Mauer hin und machen das. Und jetzt haben wir eigentlich schon eine Ecke, wo man kann sagen, ja, also man sieht uns jetzt relativ gut. Ich glaube, gegenüber dem Schwarz ist das Rot-Grau da, fällt auch ein bisschen auf, wenn du auf dieser Seite herkommst zumindest. Längst ist der Umbau abgeschlossen und auch der Boden ist fertig. Alles wäre bereit, aber eröffnen dürfen die Schommers immer noch nicht. Dabei sah alles gut aus. Über Wochen waren die Corona-Fallzahlen tief. Die Regierung kündigte Lockerungen an. Die Schommers rechneten fest damit, bald starten zu können. Doch plötzlich schossen die Neuinfektionen wieder in die Höhe und das Fitnessstudio muss weiter geschlossen bleiben. Heute haben wir eine nicht so gute Nachricht bekommen. Ich bin entsetzt. Ich bin so traurig. Ich weiß nicht, wie weit geht jetzt. Aber wir putzen jetzt die Maschine und nachher werde ich zudecken. Das Staub nicht immer, weil jetzt weiß ich nicht wann. Ja, und dem Vermieter wird es langsam auch schwierig, weil der Vermieter will natürlich jetzt Geld, gleich einmal irgendwann Geld sehen. Und eigentlich sagt der Vertrag, wenn wir aufmachen. Aber irgendwie ist verständlich, dass er irgendwann mal sagt, hey, ja, ewig kann er das nicht, kann er nichts verdienen. Hinten hat er schon gesagt,
ja, er zahle uns vielleicht das wieder zurück, was wir Anzahlung gemacht haben, und dann gehen wir aus dem Vertrag raus. Und weil das anders wichtig etwas machen. Ist also wirklich, also heute ist gerade nicht ein guter Tag. Wir sind uns jetzt auch am Überlegen, ob echt nicht Dian vielleicht für 2-3 Wochen oder so zurück in die Schweiz geht. Dass wenigstens mal den Dylan gesehen. Ja. Oder du? Nein, ich auch nicht. Ich meine, ich bin der Einzige, der noch etwas verdienen wird. Ja. Die Zukunft der Schommers mit ihrem Fitnessstudio bleibt weiter ungewiss. In der nächsten Folge von Auf und Davon kommt Sohn Dylan für ein Spiel mit der Nationalmannschaft überraschend nach Ruanda. Aber die Schommers dürfen ihren Sohn wegen Corona nicht in die Arme schließen. Love you, Dylan. Tschüss. Aber wir haben ihn jetzt wenigstens näher gesehen. Also immer mit dem Kercher haben sie das. Die Waldburgers haben ihren ersten Einsatz als Immobilienbewirtschafter. In Sachen Hundehotel aber bekommen sie unerfreuliche Neuigkeiten. Nach über einem Jahr heisst es, dass das, was ich geworden ist, einfach zu umfangreich ist. In Cuxhaven machen die Gabussas ihr neues Kaffeemobil bereit für den ersten Einsatz. Prost! Außerdem beginnen Alain und Mirabelle, den Wasserturm zu entkernen. Jetzt ist fertig, jetzt müssen wir einfach mal starten. Auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Auf und davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.